Ja, also in dem heutigen Video geht es darum, eine PowerPoint-Folie ins DIN A4-Format zu übersetzen und gleichzeitig oder später daraus noch eine Word-Datei zu machen. So, gehen wir zurück zum Start. Also wir haben hier unsere Seite im normalen PowerPoint-Folienformat und dann müssen wir hier weiter auf Entwurf. So, und dann gibt es hier hinten den Reiter Foliengröße. Und da können wir eine benutzerdefinierte Foliengröße einblenden. Und in diesem Fall wäre dieses Papierformat DIN A4. Dann können wir noch ändern, hoch oder quer, aber in der Regel passt es. Und einfach OK. Jetzt fragt er noch, wie er skalieren soll. Also, ob er jetzt in der Breite oder in der Höhe passend skalieren soll. In der Regel ist passend skalieren. Und damit ist die Folie im DIN A4-Format. Wie man hier natürlich sieht, müssen da noch ein paar Anpassungen gemacht werden. Aber auf jeden Fall kann man jetzt zum Beispiel da hingehen und die Dinger, das DIN A4-Format komplett nutzen. So, also sprich, wenn man das eh als Druckversion machen möchte, würde es sich anbieten, gleich das DIN A4-Format einzustellen und dann die Folie zu bauen. Ja, also dann hat man es einfach einfacher. So, jetzt versuchen wir noch den Export aus PowerPoint. Das geht hier über Datei, exportieren. So, da können wir eine PDF erstellen lassen. Oder auch einen Dateityp ändern. Geht das in Word? Ja, sieht jetzt nicht so aus, als ob ich das könnte. Also auf jeden Fall kann man eine PDF draus machen. Und zwar indem man bei Microsoft diese PDF XPS Dokument erstellen nimmt. Weil wenn man den Adobe nicht installiert hat, den Adobe PDF, dann gibt es Lizenzproblemchen. So. Wir erstellen eine PDF. Ich nehme jetzt mal einfach einen Ordner, meine Angebote, Standard. So. Und dann schaue ich mal direkt im Download-Ordner, wo ich das gespeichert habe. Dann hole ich mal rüber. So, Downloads. Und da sehe ich die PDF mit meinen Angeboten. Ja, also das war's gewesen.